Ich möchte euch heute von einem winzigen Bübli erzählen mit einer riesigen Bestimmung. Und von den mutigen Frauen, die sich gegen das Gesetz und gegen die Absolutheit von einem Todesurteil haben gestellt und so dabei haben können helfen, Gottes Plan in Erfüllung zu bringen. Was Gott über Jahrhunderte weg hat geplant, ist durch sie möglich geworden. Die Jochebed, eine hebräische Mutter, knündelt am Ufer vom Nil im Schilf. Tränen rollen über ihr Gesicht und ein wilder Schmerz presst ihr heftig schlagendes Herz zusammen. Vor sich im Wasser sieht sie ein Körbchen aus Schilfrohr und darin eingebettet liegt ihr kleiner Sohn. Wie soll sie sich bloß umdrehen und weggehen und ihn da lassen, einem ungewissen Schicksal ausgeliefert? Und doch wird sie es tun, weil sie weiss, dass es keinen anderen Weg gibt, wenn sie nicht will sehen, sterben. Und so küsst sie liebevoll ein letztes Mal seine Backen, streichelt noch einmal über sein feines Haar, legt dann den Deckel auf den Korb und geht weg. 400 Jahre vor dem Tag, wo eine verzweifelte Mutter keinen anderen Ausweg mehr hat gesehen, um ihren Bub vor dem sicheren Tod zu retten, als ihn auf dem Nil auszusetzen und darauf zu hoffen, dass irgendjemand sich ihn wird finden und sich würde erbarmen über ihn, ist ein anderer Bub namens Josef von seinen neidischen Brüdern als Sklave verkauft worden und nach Ägypten verschleppt. Dort ist er dank dem Segen von Gott aufgestiegen, bis er eines Tages die rechte Hand vom Pharao geworden ist und sein alter Vater, seine Brüder und deren ihre Familie, ja sogar ganz Ägypten vor dem Hungertod hat gerettet. Er hat dann seine Familie von Kanaan nach Ägypten geholt, 70 Menschen, die ersten 70 von Gottes auserwähltem Volk Israel. Mit dem Segen vom Pharao haben die 70 Menschen sich in Gosem angesiedelt und sie haben sich dort angefangen zu vermehren. 400 Jahre später ist aus diesen 70 Menschen ein Volk geworden von 2 bis 3 Millionen. Der damalige Pharao hat aber nichts mehr gewusst von Josef und von ihm seinen Verdiensten. Obwohl es die glanzvolle Zeit von einer Supermacht war, hat der Pharao die Israeliten gefürchtet. Er hat sie unterjochen, er hat sie zu Sklaven gemacht und sie sind gezwungen worden, Vorratsstädte zu bauen. Je mehr dass sie aber geknechtet worden sind, desto mehr ist das Volk gewachsen. Und so hat der Herrscher entschieden, dass jeder neugeborene Sohn der Israeliten umgebracht werden soll. Und jetzt ist also der kleine, schöne und totgeweihte Bub geboren worden und seine Mutter war nicht bereit, ihn einfach kampflos herzugeben. Sie hat gesehen, was er für ein Potenzial hatte. Und sie hat sich entschieden, den Befehl vom Pharao zu missachten und ihren Sohn zu verstecken. Doch er ist gewachsen und seine Stimme ist immer kräftiger geworden und die Gefahr vom Entdecktwerden immer grösser. Und so ist der Tag gekommen, wo sie ihn liebevoll in einen gründlich mit Pech abdichteten Korb hat gelegt und den am Ufer vom Nil im Schilf hat zurückgelassen. Am gleichen Tag ist die Prinzessin mit ihren Dienerinnen ans Ufer gekommen zum Baden. Sie hat den Korb entdeckt und neugierig wie sie war, hat sie Befehl gegeben, ihn ihr zu holen. Sie hat ihn aufgemacht und drin ein Baby gesehen, wo am Grennen war. Und sie hat Erbarmen gehabt. Sie hat sofort richtig geschlussfolgert, dass das eins von den Sklavenkind sein muss, da dazu bestimmt in den Nil geworfen zu werden, um dort zu vertrinken. Die Miriam, die Schwester von dem Säugling, hat in einem Versteck in der Nähe alles beobachtet gehabt. Und jetzt hat sie ihre Chance gesehen. Mutig kommt sie führen. Steht vor der Prinzessin und fragt: Soll ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillen würde? Das war scheinbar eine ganz harmlose Frage. Doch sie hat die Frage ausgerechnet die Tochter von genau dem Mann gestellt, der ja den Befehl gegeben hat, alle neugeborenen Hebräer zu töten. Die Tochter von dem Mann, der als Pharao einem riesigen Reich vorgestanden ist und wie ein Gott ist verehrt worden.
Miriam hat mit ihrer Frage ein grosses Risiko eingegangen und es wäre leicht möglich gewesen, dass sie dafür hart bestraft worden wäre. Aber ja, tu das, war die Antwort von der Prinzessin. Und Miriam ist schnell heimgelaufen und hat ihre Mami geholt. Wie glücklich muss sie sein, wo sie gesehen hat, dass ihr Kind quicklebendig in den Armen der Tochter des Pharao liegt. Und was für ein Wunder war es, was für eine Wendung, dass sie jetzt auf Befehl der Prinzessin ihren kleinen Sohn wieder hat dürfen mit heine, ihn hat dürfen stillen und dafür sogar noch Lohn hat bekommen. Wo dann der Bub genug gross geworden ist, hat Jochebed ihren Sohn wieder zurückgebracht zur Prinzessin. Und sie hat ihn wie einen eigenen Sohn aufgenommen. Er ist wie ein Prinz am Hof des Pharao aufgewachsen und erzogen worden. Sie hat ihn Mose genannt, denn sie hat ihn aus dem Schilf gezogen. Die Situation, die so aussichtslos und hoffnungslos erschienen war, ist der Anfang geworden vor Geschichte der Rettung von einem Millionenvolk aus Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Sklaverei. Möglich geworden ist das durch den Mut und die Entschlossenheit von drei Frauen. Von einer Mutter, von einer Schwester, von einer Tochter. Heute ist Muttertag. Ob wir Mütter sind, Schwestern oder Töchter, Gott möchte mit uns Frauen und ja, auch mit euch Männern Geschichte schreiben. Er möchte mit uns Veränderung möglich machen. Er möchte durch uns Menschen freisetzen, Geschichte umschreiben und seine Pläne in Tat umsetzen. Gott ist allmächtig. Ihm gehört alle Macht. Er könnte das alles auch tun durch ein einziges Wort von seinem Mund. Oder er könnte auch ein Engel her schicken, um seinen Willen zu vollbringen. Aber er hat sich entschieden, dass er es möchte mit uns tun. Weil in unserer Geschichte Frauen sich haben durch den Anblick von einem kleinen Buben bewegen, wo Gott hat geschaffen hat, wo Gott hat wählen kann, hat der Sklavenbub Mose nicht müssen im Nil sterben, sondern hat dürfen als Prinz aufwachsen und eine umfassende Schulbildung geniessen. Lang ist es gegangen, ganze 80 Jahre, bis er in seine Bestimmung ist hineingewachsen war und Gott das Volk aus der Sklaverei geführt hat. Aber dann hat für die Aufgabe Gott ihm eine einzigartige Autorität verliehen, die man in der Geschichte nicht mehr so schnell findet, und das Privileg von einer unvergleichlichen Nähe zu Gott. Aus Erbarmen hat Gott mit Hilfe von Mose sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei gerettet. Und aus Erbarmen hat er nochmal viele Jahrhunderte später aus dem gleichen auserwählten Volk einen anderen Retter hervorgekommen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden und er ist aus Erbarmen mit uns am Kreuz gestorben. Doch er ist auferstanden und er hat auch heute noch den Willen und die Macht, jeder Mensch, der seine Vergebung annimmt, jeder Mensch, der ihn zum König in seinem Leben macht, aus dem Dunkel von einem gottlosen Leben zu erlösen und Frieden mit Gott zu schenken. Ein Leben möglich zu machen, ohne Furcht und ohne Schuld. Gott hat all das durch Zeit und Ewigkeit den Weg geplant. Hätte der Josef das fast 500 Jahre vorher erkennen können, als er als Sklave nach Ägypten gebracht worden ist? Hätte der Mose das je vorausahnen, bevor es dann passiert ist? Oder unsere drei Frauen? Keine von ihnen hat es gewusst, aber sie hat es. Jeder von ihnen hat sich ganz sanft leiten von Gott, war gehorsam und treu, bereit, Erbarmen zu haben und bereit zum Handeln. Sie waren besonders mutig, besonders begabt, intelligent und haben sie sich das zutraut, was Gott mit ihnen vorgehabt hat? Haben sie überhaupt sich darüber Gedanken gemacht? Ich glaube es nicht. Ich glaube, Gott ruft Menschen gerade wegen ihren hingegebenen Herzen. Und dann befähigt er sie zu dem, wozu er sie gerufen hat. Auch unser Leben hat der allmächtige Gott in seiner Hand.
Auch unsere scheinbar ausweglosen Situationen kann er verändern. Und auch uns ruft er dazu auf, ihm nachzufolgen. Lasst mich erzählen, wie er mein Leben auf den Kopf gestellt hat. An einem sonnigen Tag, Anfang Juli 2007, bin ich zitternd in meiner Küche in Bern gestanden. Und mein Herz war gebrochen. In den Händen habe ich einen Brief gehabt. Als ich ihn kurz vorher aus dem Briefkasten genommen und aufgetan, hat nichts mir verraten, dass der Inhalt würde mein Leben, wie ich es bis dahin gekannt habe, zerstören und meine Familie auseinanderrissen. Was hat jetzt nur aus uns werden sollen? Schon mein Leben lang war ich auf der Suche nach Bedeutung und Sinn für mich. Ich habe Antworten gesucht auf die Frage, was ich kann. Auf die Frage, wer ich eigentlich bin. In meiner Kindheit bin ich oft gecancelt worden in der Schule und belagert. Und ich hatte viele Jahre täglich Angst. Ich habe mich selber als unscheinbar, ja sogar hässlich empfunden. Ich bin in einer lebhaften Pastorenfamilie aufgewachsen und ich habe das sehr geliebt. Aber meine Eltern hatten halt selten Zeit für mich. Ich wusste, dass sie mich lieben. Aber es ist wie normal geworden, erst dann Aufmerksamkeit überzukommen, wenn alle anderen weg waren. Alle die, die haben Rat gebraucht und Hilfe gesucht. Irgendwie war ich zweitrangig. Das hat in mir sehr viel Unsicherheit geweckt und ich habe mir nichts zutraut. Mit der Frage nach einer Ausbildung habe ich mich darum sehr schwer getan. Tief in mir bin ich überzeugt davon, dass ich sowieso nichts arbeiten würde. Ich habe mich dann entschieden, medizinische Praxisassistentin zu werden. Aber ich habe die Lehre im Praktikum aus verschiedenen Gründen abgebrochen. Und meine Voraussage, das, was ich über mich gedacht habe, hat sich erfüllt. Meine Meinung ist bestätigt worden. Und mehr als je vorher habe ich mich als Versagerin gesehen. Ich habe meinen späteren Mann sehr jung kennengelernt, schon mit 17. Und wir haben mit 20 geheiratet und auch bald zwei Kinder geschenkt bekommen. Meine Ehe hat mir das erste Mal eine Bedeutung gegeben und eine Identität, weil ich jetzt die Frau war von einem tollen und attraktiven und sehr selbstbewussten Mann. Und ich bin enorm stolz auf unsere beiden Kinder. Gegen aussen hin hat alles so perfekt ausgesehen. Mein Mann war aufmerksam, liebevoll und für viele waren wir ein Vorbild. Aber wenn jemand hergeschaut hat, hat die Wirklichkeit anders ausgesehen. Ich wollte unbedingt alles perfekt machen, um mir die Liebe meiner Familie zu verdienen. Und darum war ich vielfach am Ende meiner Kraft. Mehr und mehr haben wir uns auseinandergelebt. Und unsere Träume, die wir zusammen haben geträumt hatten, waren nicht mehr gemeinsame Träume. Schlussendlich habe ich an einer Erschöpfungsdepression gelitten und mein Mann hat eine Affäre angefangen. Er hat seine Arbeit verloren und wir mussten Stockenburg verlassen und nach Bern ziehen. Arbeit und Wohnung haben wir beide in einer christlichen Stiftung gefunden. Wir wollten ein neues Zuhause aufbauen und, wie ich es geglaubt habe, ein ganz neues Leben anfangen. Es sind Jahre gefolgt von Kämpfen. Jahre, in denen ich mehrfach betrogen worden bin und doch immer an der Hoffnung festgehalten habe, dass Gott ein Wunder tun würde. Doch der Brief in meiner Hand hat alles verändert. Wir haben an diesem Tag aufgehört zu kämpfen. Dann in diesem Brief hat eine Frau, die ich nicht kannte, beschrieben, dass sie jetzt lange Beziehungen hatte mit meinem Mann. Und am gleichen Tag noch haben wir uns getrennt. In der Folge davon haben beide die Arbeit verloren. Ich war alleine mit den Kindern und auch die Wohnung, die der Stiftung gehört, haben wir müssen verlassen. Was hat jetzt aus mir werden? Ohne Ausbildung, ohne Erfahrung.
Und wieder habe ich scheinbar auf der ganzen Linie versagt. Doch der allmächtige Gott war die ganze Zeit mit mir. Er hat mir geholfen, meinen Mann zu vergeben. Und mit der Zeit hat er auch den Schmerz geheilt. Jeden Tag hat er mir bewiesen, dass er mich versorgt. Menschlich gesehen sind meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt kaum vorhanden gewesen. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich vielleicht als Putzfrau oder in einer Fabrik eine Arbeit finden würde. Er aber hat mir sehr eine spannende Arbeit geschenkt am Empfang von einem Hilfswerk in Bern. Letztes Jahr durfte ich sogar eine theologische Ausbildung abschliessen und eine CD aufnehmen. Und ich sehe heute, dass Gott alles möglich ist. Auch, dass ich trotz all diesen Fehlern, die ich gemacht habe, trotz allem Scheitern jetzt andere Menschen ermutigen darf. Dass ich davon erzählen darf, dass Gott auch in den dunkelsten Momenten unseres Lebens gute Gedanken hat über uns. Dass sein Geist uns möchte führen und trösten. Und dass wir ohne Furcht in die Zukunft schauen dürfen. Im Wissen, dass er mit seinem Frieden mit uns ist und dass er für uns sorgt. Gott hat zwar nicht meine Ehe gerettet, aber er hat mir das Geschenk vor Vergebung gegeben. Und mein freundlicher Mann, meine Kinder und ich, wir haben heute ein gutes Verhältnis. Wir können sogar Geburtstage und Weihnachten miteinander feiern. So hat Gott mein Scheitern genommen, hat mich freigesetzt und hat mir eine neue Identität geschenkt als seine Tochter. Und ich darf heute in dieser Bestimmung leben, die er schon von Anfang an hat für mich vorgesehen hat. Auf dieser Welt leben Millionen von Kindern unter unvorstellbaren Umständen in Schmutz und Armut und Sklaverei. Sie werden misshandelt, missbraucht und gering geschätzt. Keiner traut ihnen etwas zu. Keiner gibt ihnen eine Chance. Wer kann ermessen, was jedes einzelne von diesen Kindern von Gott für ein Potenzial hat bekommen und zu was das bestimmt ist? Die Kinder, die durch Compassion von Patinnen und Paten unterstützt werden. Jedes einzelne von ihnen wird von Gott unendlich geliebt. Genauso, wenn er dich und mich liebt. Er schenkt uns so viel. Und er tut das, damit wir für andere kommen, wieder zum Segen werden. Die Tochter vom Pharao zum Beispiel hat ihre Möglichkeiten genutzt, um den Mose zu retten. Jeder Mensch, in dich und in mich, hat Gott etwas von sich hineingelegt. Jeder Mensch ist mit einem enormen Potenzial und einer Bestimmung geschaffen worden. Lasst uns gemeinsam mithelfen, dass die Kinder ihre Bestimmung hineinkommen können und die Liebe von ihrem Schöpfer dürfen erkennen. Wie schön ist es doch zu erleben, wenn ein Kind sich entfalten kann und darf zum Vorschein kommen, was Gott mit ihm für einen Plan hat. Jedes Kind zählt und jedes Kind ist es wert, dass die Welt sehen kann, was in ihm steckt. Gott möchte zuerst dich verändern. Er wünscht sich, dass du vergisst, was du in der Vergangenheit erlebt hast und so frei wirst, dich mit seinen Augen zu sehen. Er möchte dich heilen. Aber wenn wir das Geschenk bekommen, dann dürfen wir anfangen, anderen Menschen davon zu erzählen, dass er heilen kann. Wenn er uns tröstet hat und ermutigt, dann dürfen wir andere Menschen trösten und ermutigen. Und so können wir mit Gottes Hilfe die Welt verändern. Sind wir? Bist du bereit, gemeinsam mit unserem liebenden Vater gegen die Ausweglosigkeit vor Armut aufzustehen? Bist du bereit, dich den Hilflosen zuzuwenden und ihnen die Liebe von unserem himmlischen Vater nachzubringen, sie zu ermutigen, Jesus als ihren Retter kennenzulernen? Vielleicht im Namen von Jesus Leben zu retten? Wenn wir es zulassen, dass ein Kind in uns Erbarmen weckt. Wer weiß, ob Gott nicht gerade das Kind dazu bestimmt hat, einmal als Anwalt gegen die Ungerechtigkeit in seinem Land zu kämpfen oder als Missionar Menschen von Gott zu erzählen und so unzählige Leben auf den Kopf zu stellen?
oder vielleicht sogar ein Volk aus der Unterdrückung zu führen. Mit dir und mit mir möchte Gott die Welt verändern.